Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Shadow of Tomb Raider bei uns auf dem Konfig-Kanal. Ja, ich denke, wir stehen jetzt langsam kurz vor der Schatulle von X-Shell, haben ja im letzten Part Bekanntschaft nun mit den äußerst liebreizenden, ja, Pishtacos gemacht. Wie gesagt, ich habe noch keine hundertprozentige Gewissheit, dass das wirklich die Pishtacos sind, aber ich denke mal schon, dass die so heißen. Zumindest gibt es Viecher, die Pishtacos heißen. Ich denke mal, das werden diese sein. Ja, unsere äußerst liebreizenden Gäste, mit denen wir hier schon ein bisschen Bekanntschaft gemacht haben, mit denen wir bestimmt auch noch weiter Bekanntschaft machen werden. Aber wir haben ja da oben noch dieses Tor geöffnet und jetzt ist da noch so ein weiteres goldenes Tor. Und da werden wir mal sehen, ob wir das auch noch irgendwie öffnen können. So, was ist hier für Stuff? Hier sind nur solche Dosen. Da wir jetzt tatsächlich auch so in einer Phase sind, wo wir uns mal healen müssen und so, nehmen wir da natürlich alles mit. Jetzt bringt uns der Stuff nämlich endlich wieder was. So, Bergungsgut. Nee, hier waren wir Stoff. Hier waren wir doch schon, oder? Ja, hier waren wir schon. Wir haben uns schon durchgeprügelt. Warum zeigt mir das... Ah, ich muss da unten durch, okay. Deswegen... Ah, ich muss mal kurz... Woher soll man auch wissen, dass es da durchgeht? Also woher soll Lara das rein theoretisch gesehen wissen? Dieses Spiel kann nur auf Bemutungen... auf Vermutungen bestehen. So... Das Rad müssen wir bestimmt auch noch irgendwie anschubsen. Da habe ich wieder ein paar nette Schreie gehört. So. Genau, über uns irgendwo müssen die Viecher schon wieder sein. Tja, kann ich hier auch klettern? Oh, so hamsterradmäßig das Ding einfach... anschieben. Nö. Ja, ich kann auch einfach hier, wo das Ding mich hinschickt, an Land gehen. Das ist auch eine Option, ne? Schon mal die Shotty wieder raus. Ich denke, es wird nicht lange dauern. Da bekommen wir dann wieder Besuch. Machen hier erstmal auf. Kommt aber keiner durch. Ich fast eigentlich... erwartet, dass der gleich noch durchkommt. Was ist schon mit Sheba? Oh, ist auch runtergefallen. Oh, gab's einen Fähigkeitspunkt. Weißt du was? Willst du ein Bogenduell? Kannst du kriegen. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ja. Lass mich erstmal gucken, ob ich hier mehr oder weniger safe bin. Munition ist gern gesehen. Ja, bin hier nämlich nicht so safe. Ja, ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Bisschen Munitionswasting gewesen, aber es geht schon klar. Ich brauche fließendes Wasser. Ah, ja, ich will. Irgendwo quackt doch hier noch einer rum. Irgendwo quackt doch noch einer rum. Nun gut. Sehen wir gerade nicht. Dann drehen wir die Dinger mal wieder richtig hin, dass das funktioniert. Wer auch immer die so gedreht hat, dass das nicht funktioniert. Dass die vielversprechend Pishtacos waren. Dreht sich nicht. Dreht sich wirklich nicht. Wo ist hier dieser Frosch? Wer quakt hier so rum? Das ist genau da oben irgendwo der Kriebel. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad.
Muss man vielleicht erst diese Blockade, da haben wir so einen Tretfloß. Ich gucke nochmal kurz hier lang. Das Wasser an dem Rad. Kann der mal seinen Maul halten? Ach, jetzt sind wir hier, wo wir vorhin da im Wasser waren. Okay. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Naja, geht's nicht durch. Warum kann man hier hin? Ist das bloß der schnellere Rückweg quasi? So, dann haben wir nur so einen Fluss. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. Ich glaube, ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. So. Mach mal auf hier, Bruder. Oh, du bist hier runtergefallen. Oh, grüß dich. Tut mir leid. Mit dem Floß haben wir doch bestimmt auch noch was. Irgendwas machen müssen. Die Musik wird lauter, wird hektischer. Ah, grüß dich. Oh, schlecht geschossen. Aua. Oh. Oh. Hier war doch gerade noch einer zu Fuß. Wo ist da hin? Der Bogenschütze trifft mich eh nicht. Hier war gerade noch einer zu Fuß. Der hat sich hier hinter versteckt. Oh. Ich glaube, du bist ein bisschen gebuggt. Kann das sein? Ey, das ist unfair. Guy? Buddy? Mach das nicht nochmal. Ich brauche fließendes Wasser an dem Rad. So. Scharfschützen-Errungenschaft. Selbst wenn ich rumstehe, triffst du mich nicht. Fließendes Wasser an dem Rad. Ja, Lerva, ich weiß. Ich will mich aber erstmal um unsere lieben Gäste kümmern. Steht immer noch hier oben irgendwo an. Der kommt aber nicht runter. Ich brauche fließendes Wasser. Weiß nicht, ob der genauso rumgepackt ist. Aber gerade scheint mich zumindest erstmal keiner zu beschießen. Hoffe ich. So. Wir hören zwar immer noch diese komischen Laute von überall. Aber das soll uns nicht hindern. Sehr schön. Zweites Tor auch auf. Ah, geht's jetzt durch. Ja, ja, ja. Ja, aber sie greifen nicht stumpf an. Planen irgendwas anderes. Dumm sind sie wohl nicht. Auch wenn sie so aussehen. Fatal. Okay, jetzt waren die schon untertitelt. Seid ihr cool? Vielleicht? Hallo? Ach, jetzt siehst du aus. Okay. Sie gehen nicht rein. Das war strange. Denken die jetzt, wir werden hier drin sowieso sterben oder lassen die und so? Das sah jetzt gerade so ein bisschen aus wie die Anführerin von denen, ne? Da sind wir uns einig. Das war wie das eine Mal im Dschungel, wo uns dieser eine Tiger nicht angegriffen hat, sondern abgehauen ist. Die Dinger greifen uns jetzt auch nicht an, sondern lassen uns gehen. Diese Figuren sehen wie diese Wesen aus, aber sie sind irgendwie anmutig. Jaxil, die Göttinnen des Schutzes. Die silberne Schatulle von Ixchel wurde im Paradies geschmiedet und zur Erde gebracht. Ist die Schatulle etwa von diesen Wesen? Weder falsche Götter noch Zeloten dürfen diese Pforte passieren.
Sie beschützen sie. Haben sie mich deshalb so wild bekämpft? Aber warum lassen wir uns dann gehen? Die Schatulle verborgen bis zur Erneuerung der Sonne. Hier. Sie muss hier irgendwo sein. Holy shit, sieht das geil aus. Eine Sonnenfinsternis und ein Reiher. Wie die Tattoos auf Unoratus Arm. Aber wo ist die Schatulle? Katastrophe 3 kommt. Das Erdbeben ist jetzt auch am Start. Katastrophe 3. Uff, Bruder muss los. Ciao. Aus dem Zenote entkommen mit leeren Händen. Ich glaube, ich bin aus Versehen rückwärts gelaufen. Statt vorwärts. Die prügeln mich aber auch nicht oder kratzen mich oder so, die fressen mich nicht oder kratzen, die prügeln mich einfach tot, die Viech. Ja, nochmal von vorn, würde ich sagen. Sie müssen denken, ich war das. Ja, nichts getan. Uff, Bruder muss los, nochmal. Ja. Oh, ich dachte schon, es war zu spät, aber gerade noch. So sind wir auch schön ausgewichen. Nope, sorry, muss hier hoch. Aua. Mal kurz. So, danke. Ja. Schild. Ich kann nichts dafür. Unschuldig. Ui. Oh, ciao. Ah, solche Sequenzen sind schon immer sehr nice. Ja, wollte ich gerade sagen, das geht jetzt bestimmt wieder in die Luft. Oh, er hat uns ja fast noch gecatcht. Oh, sorry, ich muss hier hoch. Aua. Oh, dann haben wir ein paar viel. Ich die lieber. Oh, ciao. Errungenschaft freigeschaltet, die Unterwelt. Mit leeren Händen nach Paititi zurückkehren. Ja, aber keine gute Nachricht. Das ist ganz und gar keine gute Nachricht. Licht. Ich sehe Licht. Gut, dass wir die Lunge geskillt haben. Das kommt uns jetzt schon zugute. Die verborgene Stadt. Wir sind wieder in der Nähe von Paititi. Und das mit leeren Händen. Wieder keine Schatulle, wieder alles umsonst. Endlich. Geschafft. Puh, aber wir haben es... eine nette Bekanntschaft gemacht. Hallo Spinner. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Spinni? Ist auch schon voll? Nee, weil bloß wegen der Pistole nicht. Oh. Ist das. Das müsste Gold sein, ne? Ja, das ist ja eher so unter Wasser. Okay. Ja, ein bisschen Kletterspaß. Ganz sind wir noch nicht in Paititi. Ich habe bisher jetzt natürlich noch nicht fehlende Ausrüstung. Überhangsteigeisen, okay. Gibt's da irgendwas Cooles? Dass man mit neuer Ausrüstung dahin kann? Oder wartet da eher was
sinnlos. Da müssen wir hin. Heißt das, wir finden das ja jetzt vielleicht irgendwie? Aber wie soll ich sonst da hochkommen, wenn mir Ausrüstung fehlt? Oh, ein Zelt. Ob wir da das jetzt drinne finden? Oder bei ihm hier? Das könnte helfen. Na dann klebst du mal an die Sohlen. Auch nützlich im Winter. Ah, neueste Mode, wenn das nicht schick ist. Wenn das nix ist. So, hast du vielleicht noch was? Die Überhangsteigeisen erhalten. Und einen Fähigkeitspunkt hat er auch noch dabei gehabt. Hast du noch was Cooles in deinem Zelt? Ein paar leere Dosen. Ja, nix für uns. So, dafür habe ich nicht genug Platz. Sind wir wieder hier, hätten wir nicht einfach umdrehen können, wäre es vielleicht nicht kürzer gewesen. Oder ich glaube, wir hätten den Sprung an die Wand nicht geschafft. Nein, nicht springen, Lara. Noch nicht. Nein. So. Vor allem, jetzt hat sie die Dinger nicht mal an. Aber okay, springen und drücken sie und dann. Ja. Okay, ja, jetzt sind die Dinger auf einmal aus dem Nichts erschienen. In den Füßen. Mutig. Mutig, okay. Wäre jetzt nichts so für mich. Neue Höhen. Errungenschaft freigeschaltet. Was bekommen wir denn jetzt quasi hier auf zig Errungenschaften die ganze Zeit. Und es liest sich die ganze Zeit auf wie Story-Errungenschaften. Klares Wasser. Sah es ein bisschen blutig aus. Aber das ist das Licht, dass das so dunkel aussah. Wollte schon sagen. Hier erwarte ich jetzt eigentlich keine Peach-Tacos mehr. Ja, ich habe vergessen, Fähig zu drücken. Ich war gerade Brain AFK und habe gedacht, naja, die kann da schon hochklettern, dann brauche ich jetzt nichts extra drücken. Falsch gedacht. Ganz leicht, aber falsch gedacht. Ich mag aber den Ladescreen, deswegen stürze ich eigentlich nur. Aber ich mag ihn wirklich. So, fein. Klappt doch. Also das ist natürlich auch erstmal ein bisschen overused die ganze Zeit, weil es gerade neu ist. Oh, ist okay. Drücken Sie. Ja. Ja. Mit einer Hand einfach so da hängen geblieben. Und sie tut so, als wäre es nichts. Kommen wir jetzt irgendwie. Ach, da ist der nächste. Okay. Ja. Easy. Klar. Ich mal ein bisschen. Okay, oder wir seilen uns ab. Ah, darüber geht's. Okay. Puh. Durchatmen. Von da sind wir jetzt hier rüber gekommen. Ja. Ja. Das klang aber richtig motiviert. Ja. Ich hab Holz oder einen Käfer oder irgendwas gefunden. Geil, Mann. Geil. Scheiß auf die Schatulle. Hallo? Was war das? Slayer Drunk? Hallo? Hallo? Mädel? Lara? Alles gut bei dir? Okay. Gut. Tun wir so. Hallo? Als ob nichts gewesen wäre, wollte ich sagen. Wenn du keine Lust hast, Lara, dann musst du es nur sagen, dann können wir drüber reden, ob wir morgen weitermachen. Okay, wollen wir doch noch ein bisschen. So. Ja, so absolut überhaupt nichts für mich hier. Ich glaube, für die wenigsten von uns. Aber schon vom Adrenalin-Level und ohne Sicherung und alles. Nein, danke. Sind wir überhaupt? Naja, wir haben schon noch ein Stückchen vor uns. Ne? Hier kommt noch mal so ein
bisschen. Ich muss springen. Es ist der einzige Wasser. Weg. Springen ist keine Lösung. Oh, vielleicht die einzige in dieser Situation. Boah, komme ich ja bald auch ins Schwitzen, Leroy. Meine Güte. Jetzt geht's wieder in die Höhle rein. Ich denke, wir sind bei Titi. Gut, auf der Karte sehen wir es, dass wir es noch nicht ganz sind, aber. Das ist zum Glück nichts Tragisches hier. Oh, Spinny? Gibt 5 EP. Und ein bisschen Gift. Ich weiß noch nicht, wie wir Giftpfeile machen können. Ich weiß noch nicht, ob wir sie jemals benutzen werden. Aber wir können es. Deswegen machen wir es. Ich sehe auf den ersten Blick nichts Spannendes, nicht festhängen, Lara. Muss mal kurz. Sorry. Doch jedes Mal der ganze Stein zerberstet, wenn wir da unsere. Oh, keine Piranhas, wenn wir da unsere Axt rausziehen. Ah, oh, nein, 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 nein. Ich wollte diese Dose zu sehr. Geht weg. Ich wollte diese Dose da einfach zu sehr haben. Ich hätte auch unten lang schwimmen können durchs Gras. Ah, das kann ja jeder, wenn wir ehrlich sind. Das K in Konfi steht für konventionelle Wege, die wir nicht gehen. So, dass wir jetzt auch jedes Mal hier das Ding erstmal aufkloppen müssen. Ist uncool. So. Da kommen die Fischis wieder. Ich würde sagen, scheiß auf die Dose. Nehmen Sie lieber ein bisschen Gras hier mit. Ein bisschen Bergungsgut. Das ist viel cooler. So, ihr seid gute Fischis. Jetzt bin ich wieder glücklich, dass wir das unsere Lunge geskillt haben. Muss ich aufstoßen. Die verborgene Stadt. Mal wieder. Diesmal auch wirklich. Okay, diese Cutscene habe ich jetzt wieder nicht verstanden. Wahrscheinlich haben wir unsere Waffen eingepackt, weil wir jetzt ins Dorf gehen und die dann nicht brauchen, nicht nehmen wollen dürfen, wie auch immer. Zu Unuratus zu Hause gehen. Und jetzt sind wir tatsächlich wieder da. Haben das Basislager im Fischerviertel entdeckt. Haben 3 Fähigkeitspunkte. Oder Kreaturen, was auch immer sie sind. Es spielt keine Rolle, solange sie dich verfolgen. Von wem sind diese Schnitzereien des Reihers und der Eklipse? Ich muss Unuratu danach fragen. Schießen sie Pfeile gleichzeitig auf 2 erfasste Ziele? Klingt eigentlich ganz nett. Weiß aber spontan gar nicht, wie wir das einsetzen sollen. Wie das dann geht. Ich weiß nicht, ob das einmal erklärt wird. Wir können es ja mal machen. Und zoomen sie mit der 3 auf 2 separate Feinde. Schießen. Okay. Ist dann aber eher so ein Ding, wenn man noch nicht entdeckt wurde. Ansonsten im Feuergefecht könnte das ein bisschen lange dauern. Nun gut, Leute, könnt ihr mir. Also hier, ihr Leute, wisst ihr zufällig irgendwo, wo hier noch ein Grab bei euch steckt? Was finde ich denn, wenn ich hier hochspringe? Das sieht nämlich interessant aus. Was versteckt ihr denn hier oben vor mir? Das möchte ich jetzt noch wissen. Bevor wir zu Unuratu gehen. Wie komme ich denn von hier weiter? Oh. Okay, so nicht. Also will ich jetzt noch wissen, wo es da oben hochgeht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir im nächsten Part erstmal wieder gegebenenfalls ein Grab machen.
Okay. Denn ja, wie gesagt, in Paititi gibt es ja noch zwei Gräber. Wir haben nur noch nicht gefunden. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, Konto fehlt und sammeln. Gehört zur Herausforderung hier. Oh Gott. Oh, bitte spring weit genug. Danke. Und da würde ich vielleicht einfach mal im Internet auf eine Karte gucken. Da oben ist im Ratio. Naja, wo denn diese verbleibenden... Oh, den Monolith könnten wir jetzt auch entschlüsseln. Sind wir mittlerweile klug genug dazu. Basislager Tempelkaserne. Wir waren hier schon mal in dem Wasser und dann sind wir hier lang bestimmt gegangen. Hier ist auch noch ein Weg irgendwie. Ja, eine große Route, die wir jetzt gelaufen sind, haben allerlei Shit erlebt, coolen Shit. Ich kann mir vorstellen, dass hier vielleicht noch irgendwie ein Grab ist oder ob hier vielleicht noch was anderes Besonderes ist. Hier waren wir auch schon. Das war das Schlangending, stimmt. Hier waren wir noch nicht so. Ja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, ich gucke jetzt mal auf die Karte, wo es denn hier noch ein Grab gibt. So Nebenmissionen müsste es eigentlich auch noch geben. Ob ich da auch was verpasst habe oder so. Eine ganze Menge vielleicht sogar. Es müsste hier 11 Nebenmissionen geben. Wir haben 2. Vielleicht spielen wir manche auch erst noch frei irgendwie. Grüß dich. Und ja, ich gucke dann mal, wie es hier mit den Gräbern aussieht. Und sehen wir uns dann gegebenenfalls zu einem beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Bis dann.